immer für einen möglichst flachen Winkel zu haben, aber der Vertical Speed sollte schon irgendwie steigen, sonst kommen wir nicht besonders weit. So, so sieht das ein bisschen besser aus. So. Genau, jetzt kriegen wir auch Vertical Speed ordentlich drauf. 34 Kilometer APU, das ist nicht so prall bisher, aber wir haben schon ganz gut Geschwindigkeit drauf dafür. Schauen wir mal, ob das alles so hinhaut. Wir haben ja noch eine Stufe, um uns weiter in den Orbit vorzuarbeiten. Ich hoffe, das reicht noch. Shit, falsch rum. Komm schon, Vollgas. So, hoch mit der Nase wieder. So, wir nehmen weiter Fahrt auf. Haben noch 30 Sekunden bis zur Apoapsis. 44 Kilometer. Nicht perfekt, aber auch nicht besonders schlecht. So, ich glaube, das könnte aber hier noch... Okay, Apoapsis-Zeit ist stabil. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Das Schlimmste haben wir hinter uns, glaube ich. Ich gehe mal ein bisschen flacher mit dem Boot. So. Ich hoffe, dass das reicht, um uns rauszuschieben. Wird auf jeden Fall ein relativ knapper Orbit. Was? Nach 45 Minuten ist das Förderziel schon erreicht. Nee, ich habe vergessen, die Session zu restarten. Siehst du? Schön, dass ihr es sagt. Das war noch vom letzten Stream. Ha! Stumpf geresettet. Das heißt, die Follower bisher heute waren gratis mit dabei. Ich habe es tatsächlich vergessen zu resetten. So, hier sind wir auch safe. Time to Apoapsis steigt. Das heißt, ich kann die Nase noch weiter runternehmen. So, und jetzt wo die Nase... Nee, ich lasse das Fairing noch zu, bis wir ohne Schub sind. Ich will es nicht riskieren. Ich will es wirklich nicht riskieren. So, wir gehen eigentlich in einem sehr schönen, sehr flachen Winkel raus. Gefällt mir gerade. Es sieht richtig gut aus, dass wir eine schöne, einen schönen Orbit aufbauen. Einen sehr schönen Orbit sogar. Sind wir noch beim ersten Teil oder schon das nächste? Das ist das erste Teil, also der Core quasi für unsere Minmus Space Station. Den wir gerade in Richtung Minmus verbringen wollen. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Meine APU, ja, steigt langsam, aber sie steigt. Das ist okay. Und solange sie vor mir bleibt, ist mir das auch alles recht. Denn hier ist die Atmosphäre so dünn, dass es echt kein Stress bedeutet, das zu machen. Jo, wie gesagt, heute das erste Mal mit der 130. Mal gucken, wie sich das alles so angeht. Und wir haben gleich die Periapsis drüben. Dann schieben wir die APO noch so auf 80 hoch. So, okay. Machen aus und werden dann drüben auf der APO-Apsis nochmal einen kleinen Schub geben. Das war erschreckend okay. Wir haben noch 59 Meter pro Sekunde in der Stage, die uns in den Orbit bringen sollte. Ich denke, das wird auch exakt ausreichen, um uns wirklich in den Orbit zu bringen. Ich mache jetzt mal das Fairing auf und hoffe, hier sind nicht wieder neue Bugs dazugekommen. Ah, wunderschön. So, also Fairing ist auf. Unsere Raumstation, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, weil sie zu spät dazugekommen sind. Erstmal schimpfen, schimpfen, dass ihr so spät seid. Aber ansonsten, so sieht unsere Raumstation aus. Das hier ist noch eine Antriebsstufe. Das heißt, hier beginnt die Raumstation mit dem Dockingport, um dann später Sachen anzubauen. Und hier haben wir eine große Relay-Antenne, die 15G, also 15 Gigameter Reichweite hat, damit wir relativ viel funken können. Und last but not least haben wir dann natürlich auch noch Extend All Solar. Jawohl. Ha, das ist dieses All-Ya-All, was ich meinte, also dass man halt einfach alles ausfahren kann. So, und das ist unsere Stromerzeugung, mit der wir jetzt erstmal sauber... Ich guck mal lieber, ob wir wirklich sauber Strom machen. Wir machen auf jeden Fall kein Minus. So, und dann können wir hier eigentlich auch den Live-Support starten und das Habitat und... Ne, warte mal, drei Kerbels kriegen wir sauber unterstützt. Das passt. Das heißt, wir können jetzt nochmal gucken, dass wir hier auch noch das Habitat starten. Hat hier noch irgendwas Habitat?
Research gibt es hier noch nicht so viel. Live-Support brauchen wir nicht. Licht können wir anmachen überall. Das hat kein Licht. Na gut. Lights on. Seht ihr hier noch irgendwo Habitat? Nee. So, das heißt, wir sind jetzt bei 283 Tagen Habitation und einem Jahr 235 Tage Supplies. Das sieht doch ganz gut aus. Welchen Öffnungswinkel? Was? Öffnungswinkel? Weiß ich nicht. Das ist einfach nur eine Relay-Antenne. Ich glaube, die hat keinen Winkel. Das ist eine spezielle Sorte. Und wir haben natürlich noch eine kleine Spaßantenne für den, ich sag mal, Anführungsstreichen Nahbereich mit dabei. So. Ja, also es ist jetzt nicht so, als ob wir. Zip, also ich drehe euch das mal in Flugrichtung. So sieht unser Gefährt nämlich aus, wenn man mal genauer hinguckt. So, ich sehe aber, wir gleiten noch ganz gut durch die Atmosphäre. Wir haben mittlerweile schon ein paar Kilometer Höhe verloren. Da müssen wir gleich noch was gegen tun. Also, so sieht's aus. Wie wird die Ente genannt? Die Ente heißt Minmus Space Station natürlich, denn sie wird ja die Minmus Space Station. Ist ja völlig logisch. Wie sieht das eigentlich von innen aus? Schwupp. Oh, cooles Cockpit. Schön viel Sichtfläche. Respekt. Da kann man doch was mit anfangen. Remember, was? 250 Meter pro Sekunde Prograde, 12 Meter pro Sekunde Radial, not the other way around. Danke, dass du es dir aufgeschrieben hast, Igoschka. Ich freue mich sehr. Ich analysiere hier mal die Anzeigen. So, gut. Wir sind im Weltall angekommen. Das ist doch schon mal schön. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal einen ganz kleinen Schub. Nur einen kleinen. Nur einen ganz kleinen Schub. Die Kuppel ist super angebracht. Nö, die kann auch nach vorne und nach hinten gucken. Das geht schon. Können ja nachher mal jemanden reinsetzen und eine IVA machen. Ich habe keine Ahnung, ob es da eine gibt. So, wir machen jetzt mal ein ganz bisschen Schub, um uns wieder auf 80 Kilometer zu bringen. Zack. So. Und jetzt gehen wir mal auf 80 Kilometer Höhe. Wie gesagt, Strom sieht aber erstmal gut aus, so auf den ersten Blick. So, jetzt drehen wir uns Prograde und geben ihm nochmal den kleinen Tick, den er noch braucht, hoch in den Orbit. Dann gibt es hoffentlich auch von Massive Scale Launches so einen kleinen Bonbon zurück, um es mal so zu formulieren. Ein kleines Bonbon. Ich hoffe, in Form von... Naja, also ich glaube, den ganz großen Bonus werden wir nicht kriegen. Dafür sind wir nicht schwer genug. Ich habe leider natürlich... ja, können wir auch gleich mal wieder anmachen. Edit, Vessel, Masse. Zack. Wir wiegen 51 Tonnen. Oh, das gibt tatsächlich nur den ganz kleinen Bonus, glaube ich. Naja, man kann nicht mal alles haben. So, wenige Zentimeteras noch, bis wir hier relativ exakt auf der Apoapsis sind. So, und dann geben wir nochmal einen kleinen Schub. Und voila, ja, 40.000 gab's. So, voila, wir sind im Orbit. Und dann heißt es jetzt Minmus anpeilen. Zack. Da könnten wir natürlich, wenn wir eh gleich am Ascending Node sind, einfach mal gucken, ob wir den mitnehmen können. Oh, das wird knapp. Das wird zeitlich ein wenig knapp. Huch, na, so viel wollte ich jetzt auch nicht. So, treffen wir ihn da? Ja, nicht ganz. Wir sind dort, er ist dort. Ein bisschen rumschieben. So. Oh. Jetzt. Wir sind hier, der ist da. Na, dann noch ein bisschen. Meine Güte, sei nicht so pingelig. Man kann es natürlich auch sauber machen, ne? Aber. Kommt, wir machen. Wir drehen noch eine Runde. Und machen es ordentlich. So, jetzt sind wir da drüber. Zack, zack. So. Heute bin ich ein bisschen... Entweder ist das anders mit der 1.3 oder ich habe heute Wurstfinger. Eins von beiden.
Dankeschön. So, das reicht auch. Gut, dann haben wir in 30 Minuten unseren Start. Würde ich sagen, machen wir jetzt einmal eine Runde um den Planeten rum. Behalten im Auge, falls hier irgendwas... Also ihr seht, wir verbrauchen ganz gut Strom, während wir in der Dunkelheit rum oxidieren, aber laden uns auch sehr schnell wieder auf, sobald wir raus sind aus der Dunkelheit. Also das sollte ganz gut funktionieren. Ich denke mal, ich werde so bei 2 Minuten vor dem Manöver anfangen. Ungefähr. Je nachdem, wie fies wir ausgerichtet sind. 2 Minuten wird ganz schön knapp. Müssen wir mal schauen. Das könnte sonst ein Atmosphärentaucher werden. Obwohl wir sind jetzt an der Periapsis. Eigentlich kann es nicht viel schlimmer werden. Ich schmeiß mal kurz an und guck, was passiert. Ja, wir drücken es doch ganz schön runter, ne? Dann warten wir noch einen Moment. Der Winkel ist sonst zu flach. Oder zu steil in die Atmosphäre rein. Ich gehe mal auf 30 Sekunden. So, ich glaube, damit können wir arbeiten. Und feuerfrei für die letzte Stage. Gut, das dauert jetzt einen Moment. Aber ist ja nicht so wild. Zeit. Wir haben ein bisschen Puffer nach unten. Also wenn wir an die 70 Kilometer rankommen, dann mache ich kurz aus und wir brennen danach weiter. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, dass wir jetzt schon flach genug sind. Also wir werden das hier ein bisschen absenken, aber nicht in einem wilden Bereich. Nicht in irgendeinem wilden Bereich. Juti, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Können wir mit dem Crew Report irgendwas anfangen? Ja, ab damit ins Labor. Sehr schön. Dann können wir hier zumindest mal Research starten. So, Igrushka hat alles im Griff. Wir sind unterwegs in Richtung Minmus und haben glücklicherweise auch direkt unsere erste Relay-Antenne für echte große Deep Space-Missionen dann mit dabei. Das spart uns auch wieder einen Satelliten. Hoffe ich. So. Wir schieben uns nach draußen. Das sieht alles ganz, ganz, ganz erfolgreich aus, sage ich mal. Ich glaube, da kommen wir gut mit durch. Das Cockpit gefällt mir, muss ich sagen. Also optisch, ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ich finde das optisch echt schön gemacht. Also sowohl das von innen kann man sehr schön rausgucken. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch von außen gar nicht schlecht, dieses Cockpit. Auch wenn es nur 2 Sitze hat scheinbar. Das ist ein schönes Cockpit. Gefällt mir. Das hat sich schon gelohnt. Die letzten paar hundert Meter, das gucke ich mir jetzt mal im Original an. Was ist da los? Ach, da sollen wir. Ach, wir haben sogar eine Vorgabe, wo wir die Basis zu bauen haben. Das ist ja wild. Soll ich noch ein bisschen langsam machen? Das wird wahrscheinlich nicht exakt funktionieren, weil ich mich ein bisschen vertüdelt habe zeitlich. Genau. Ich habe mich sogar ziemlich vertüdelt zeitlich. Da müssen wir jetzt gleich ein bisschen nachkorrigieren. Wupp. So. Da ist Minmus, da bin ich. Das heißt, wir müssen ein kleines Korrekturmanöver mit ein paar Delta V machen, um ein Treffen zu provozieren. Warum sieht das so komisch aus? Achso, war ich schon im Fokus View. Okay. So.
Zack. So, das kostet uns auch alles nicht ganz so viel. Wir haben ja noch knapp 700. Dann gleichen wir es gleich mal ordentlich an. Weil wir müssen unter 30 Kilometer unsere Umlaufbahn einschlagen. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das auch gleich so. Auf einer relativ guten Äquatorialbahn. Und nein, Infernal Robotics habe ich noch nicht mit installiert. So. Zack. Sehr schön. Und dann heißt es für uns... Zack. Warp to next Manöver. Dann warpen wir einmal durch die Dunkelheit. Zurück ins Licht. So, und geben dann nochmal einen kleinen Korrekturschub, um unsere Kiste sauber auf Kurs zu bringen. Winken nochmal Kerbin und damit haben wir offiziell die Crew unterwegs für unsere dritte Raumstation. Also zumindest die Initialcrew. Denn wir haben jetzt die Kerbin Space Station, wir haben die Moon Space Station und jetzt gerade quasi den Core im Anflug von der Minmus Space Station. So. 12 Sekunden, da versuchen wir einen relativ exakten Burn zu machen. Ausgerichtet sind wir feuerfrei. So. Da kommt unser Manöver. So, jetzt ganz vorsichtig. Schwupp. Ich denke... 26 Kilometer, das reicht mir. Sehr schön, dann sind wir im Anflug. Dann müssen wir jetzt nur noch bremsen. Ich hoffe, dafür haben wir dann noch genug Delta-V. Hahaha, sonst wird es ein bisschen peinlich. Dann sind wir hier nämlich nicht gerade auf dem, was man eine Free-Return-Trajectory nennt, sondern das ist, glaube ich, ein Fluchtkurs fast schon. Doch, das ist sogar eine Free-Return, oder? Kerbin Periapsis von 4000. Naja, gut. Nicht, dass wir ein Hitzeschild hätten, aber wir hätten eine Free-Return. So, wie viel brauchen wir zum Einbremsen? 590 haben wir noch. Ah, da ist ja noch Puffer ohne Ende. Oh, das ist doch relativ knapp. Schwupp. 26, 26. Jawohl. Okay. Manöver ist eingeplant, um in den Minmus Orbit einzuschwenken. Sehr schön. Na, wir wollen da keine Deep Space Station rausmachen. Gut, eigentlich können wir da relativ problemlos hinwarpen, oder? Gibt es irgendwas zu bedenken? Im Moment eigentlich nicht. Ist alles gut. Strom haben wir genug. Ist auch nichts, was uns blockieren würde. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... Ich gucke hier mal sicherheitshalber rauf. 178 ist verhungert gerade keine. Oh, die Moon Space Station hat auch bald mal wieder Supplies fällig, so wie es aussieht. Da müssen wir mal gucken, ob die was anbauen. Kerbin Space Station ist auch nicht mehr so ewig hin. Ach, da ist auch Svensson. Ich habe Svensson gefunden. Ja, da wird auch bald mal eine Crew-Rotation fällig. Also in 125 Tagen wird zumindest ein Supply-Run fällig. Für Moon Space Station und für Kerbin Space Station. Aber wir können 4 Tage zoomen, ohne dass uns jemand stirbt. Das ist gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen... nee. Cannot out-warp so far. Seriously? Dann bitte bis... Ach, wartet mal. So muss es klappen, oder? Ja. Warp to next Manöver, dankeschön. Da kommen wir. Hui! Aber das muss ich nochmal gucken. Also scheinbar haben wir jetzt echt auch einen vorgegebenen Punkt für unsere Basis. Alter, nicht einfach weiter warpen, danke. Achso, da war noch Platz, aber das hat mir trotzdem ein bisschen Angst gemacht. Gut, wir haben noch Strom, das ist gut. Wir haben sogar, glaube ich, unsere ersten Wissenschaftsdaten. Ja, 0,18 Science-Punkte haben wir ergattert. Bestimmt können wir mit einem Crew-Report hier nochmal ein bisschen Data dazu packen.
Ah, mehr Data. So, und die Guschka macht jetzt gleich noch eine EVA. Keep Experiment, jawohl. Was hat sie denn für... Warum haben die denn wieder normale? Sehen die alle wieder normal aus? Das finde ich doof. Ach, diese Updates. Bord. Haben die alle wieder ganz normale Anzüge an? Das wäre schade. Da müsste ich dann nochmal nachbessern. So, dann haben wir hier nämlich nochmal den EVA-Report. Den können wir auch ins Labor stecken. Das heißt, dann kriegen wir jetzt nämlich schon 0,3 Science pro Tag rausgequetscht. So. Gut, ran an Minmus. Vier Minuten noch bis zu unserem Manöver. So, die Zeit nutzen wir mal, um die Raumstation zu drehen. Sehr schön. Und da drehen sich ihre Ärmchen oder auch Solarpaneele. So. Der Support ist dann echt aufwendig. Naja, der Support, ich denke, ich werde die anderen Raumstationen auf ein etwas niedrigeres Niveau an Besatzung zurückstufen. Also einfach ein bisschen Crew zurückfahren. Und ich bin kein Roboter. Vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir gleich mal die Bremse rein. Guck mal, wir werfen sogar einen Schatten. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So. Noch ein paar Sekunden. Das nutze ich nochmal für einen kleinen Schluck zu trinken, ne? Und dann geht es auch schon los mit unserem Burn in Richtung Minmus Orbit. Und zwar so relativ jetzt. So, wir bremsen uns langsam aber sicher rein. Wir haben dann einen Orbit, der uns so lala über, an manchen Stellen zumindest über die potenzielle spätere Basis führt. Also wir haben tatsächlich eine Vorgabe, so wie es aussieht, wo wir das zu bauen haben. Na gut, aber das passte ja. Das war ja ressourcentechnisch eine schöne Ecke, die wir uns da ausgesucht haben. So, Orbit erreicht. Irgendwas stimmt mit der Periapsis nicht ganz. Da müssen wir gleich an der Peri nochmal nachzünden. So, das wird mir sonst zu unsauber. So, wir haben noch 300 Delta V. Das heißt, das ist kein Problem. Wir gehen gleich retro. Oh, guck mal, hier wird schon relayed bis zum geht nicht mehr. So, haufenweise Minmus-Länder, die alle rumschwirren. So, jetzt ziehen wir die APO noch runter. Stopp. So, jetzt müssen wir mal gucken, was möchte er jetzt noch von uns für die Basis haben? Vessel Type Station. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Rename Vessel, du bist eine Station. Tada! Mission erledigt. Schön, wenn es manchmal so einfach ist. 587.000 Funds für nix tun, also für fast nix tun. Das war viel leckeres Geld. Und wir haben schon mal den Grundstein gelegt, um hier im Orbit witzige Wissenschaft betreiben zu können. LED-Status on. LED-Status on. So. Station ist in Betrieb. 22 zu 22 ist auch eine Orbitalhöhe, mit der ich total leben kann, ehrlich gesagt. Da haben wir gar keinen Stress. Und wir können mal noch gucken, ob Madame hier noch... Jawohl, hebt die mal auf. Minmus Lowlands, zack. Den kann man bestimmt auch wieder ins Labor stecken.
Ja, sehr schön. Okay, hier können wir immer mal wieder noch ein bisschen Lab Analysis betreiben. Wir haben jetzt nämlich mittlerweile schon 86 Data Points drin. Da geht sicherlich noch ein bisschen was. So, genau, also Treibstoffversorgung soll von Minmus aus stattfinden. Der Part ist jetzt aber, dass wir uns von dem Kram hier schon mal trennen können. Das brauchen wir nämlich nicht für. Für unsere glorreiche Raumstationsmission. So, da ist nämlich der Construction Port, wo wir später Erweiterungen anbauen, wie zum Beispiel Tankmodule, Docking Ports und so weiter und so fort. Ist jetzt für den ersten Schwung nicht wichtig. Vorher müssen wir unten eine Mining-Infrastruktur stehen haben. Aber man kann hier jetzt erstmal andocken oder auch hier. Und hier ist halt die Stelle, wo man dann auch Sachen anbauen kann. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir wieder unseren Orbit sauber gerade ziehen. Ja, good enough. So. Da verschwindet langsam die kleine Tonne. Und wir haben jetzt erstmal unsere Minmus Space Station, also erste Mission des Abends, erfolgreich erledigt. Wir hüpfen zurück in Richtung Space Center und dann gucken wir mal, womit wir weitermachen. Ich nehme an, es wird auf die Bodenstation drauf rauslaufen. Ich muss mir jetzt nur die Mission noch mal ein bisschen genauer angucken, weil es sieht ja so aus, als ob wir tatsächlich einen vorgegebenen Slot haben. Das ist aber fiesfinster hier. Das ist schon wieder Wasser oder irgendwie sowas. Ach, dieses Scatrunner. Spaceplane Hangar. Wartet mal. Ich muss meine Orientierung sauber hinbekommen, dann treffe ich auch die anderen Sachen. Mission Control. So. Base Creation on Minmus. Put a new base on the Minmus surface near the rover. Okay. Can support four Kerbals. Can generate power. Support all stock methods und bla. Vessel type base. Okay, das ist relativ einfach. Dann würde ich sagen, starten wir doch mit den Dingen, die wir gelernt haben. Und basteln uns ein paar Sachen. Na? Gut, schön, dass das funktioniert. Also, wir haben ja mittlerweile ein paar mehr Bauteile, ganz offensichtlich. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir erstmal mit Logistics ein bisschen Vorbereitung treffen. Was wäre denn, wenn wir erstmal sagen, obwohl da sind die kleineren Teile wahrscheinlich sogar besser für. Wir haben hier diese 2,5 Meter Tanks, ne? Genau, was wäre denn, wenn wir die erstmal. Das war nämlich letztes Mal das, was mich ein bisschen gefoppt hat. Aber die kann man als Startpunkt machen, okay. Warum kann man sie jetzt nicht kopieren? Container Flat, Container Flat, Container Flat, Container Flat. So. Jetzt bauen wir nämlich erstmal eine Basis dafür auf, dass wir uns dort versorgen können. Obwohl ich könnte mal gucken, ob die Rover-Bauteile größentechnisch passen. Die sind gar nicht schlecht. Die sind gar nicht schlecht, Freunde. Habe ich da so ein flaches Teil? Wheeled Storage Bay. Auch die sind nicht schlecht. Wie viel passt da rein? Wie viel passt da rein? 5000. Wie viel passt da rein? 4500. Das ist eine relativ einfache Antwort dann. Warte mal, wie viel wiegt das hier? Das wiegt eine Tonne. Logistik. Das wiegt eine halbe Tonne. Okay, das ist dann durchaus ein Argument.
Aber wir könnten ja dann einfach, wir improvisieren quasi mit Hilfe eines Caribou-Rovers. Oder hieß der Caribou? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, der hieß Caribou. Genau. So. Weil man dann auch die großen nehmen könnte. Oh, so viele Möglichkeiten. 2 Tonnen. Naja, Gewicht spielt eigentlich fast keine Rolle auf Minmus. Zack, zack. So, und dann nehmen wir nämlich die Dinger hier. Die VTOL-Engines. Zack. Das Schöne ist nämlich, die Dinger hier haben Landebeine. Und jetzt passt mal auf. Haben aber auch Attachment Points, um Räder ranzubauen. Ihr versteht ihr, worauf ich hinaus möchte, wenn ich dieses blöde Rad richtig rumgedreht bekomme? Man könnte jetzt nämlich einfach sagen, wir packen da die Versorgungsgüter rein, die wir so brauchen. Wir klatschen hier oben einen Probe Core drauf. Irgendwie so. Na gut, da muss ich mir jetzt scheinbar ein Node einmal erstellen. Und dann können wir das Ding einfach im Prinzip als Sonde hinschicken. Hier alles reinfüllen, was wir so brauchen. Fertilizer, Machinery, Specialized Parts, bla bla bla. Alles, was man halt so braucht. Und dann schon mal anlanden neben der Minmus-Basis. Wenn wir nicht ganz exakt sind, ist das gar nicht wild. Dann klappen wir nämlich die Räder aus und fahren da einfach hin. Und können dann später die Basis daneben stellen, um darin zu leben. Und ich überlege fast, ob wir die Basis nicht in Zukunft mit solchen Modulen tatsächlich bauen, weil da halt Räder ranpassen, ne? Ja, eine Versorgungswurst. Im Prinzip ist es eine Versorgungswurst, wenn man es so möchte. Sie ist ein bisschen lang auch. Ich muss mal ein bisschen kürzer machen, glaube ich. Also ich glaube, wenn wir 2 Außentanks haben, dann nehmen wir noch 3 Tanks zum Variieren in die Mitte. So, dann ist das nicht ganz so groß. So, und dann hätten wir nämlich hier die Möglichkeit, eine Cubic Octagonal Strut einfach mittig anzusetzen. Ungefähr so. Zack. Auf die könnten wir dann einen Probe Core draufsetzen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ihn richtig drum draufsetze. Ungefähr so. Und jetzt müssen wir einmal gucken. Beschriftung zeigt nach unten. Hervorragend. So. Und jetzt können wir den hier so ein bisschen drin versenken. Und das Schöne an diesem Ding wäre jetzt, jetzt passt man nämlich auf, ich könnte nämlich hier und hier noch Dockingports anbringen. Und dann könnten wir mit dem Ding nämlich auch an der Space Station oben Transportflüge hin und her machen. Sowas wie Fertilizer hochbringen und so weiter und so fort. Ja, das wäre die Überlegung dahinter. Gut, jetzt müssen wir aber erstmal schauen. Retrakt. Ja, das ist jetzt so schwer, weil ich hier noch, hier zum Beispiel ist noch Fuel drin. Dann wird es schon gleich weniger. Also das wird auch gleich wieder schwer. Aber das wäre quasi unser Fliegding mit Rädern dann dran. So, jetzt aber bevor ich es vergesse, machen wir als allererstes auch mal noch eine Antenne dran. Die hat Direktfunk. Das sollte dann per Relay funktionieren. Schwupp, das machen wir einfach direkt auf dem Probe. Nee, direkt auf dem Probe Core machen wir noch ein bisschen Folgendes. Nämlich einmal ein kleines Reaction Wheel zumindest. Obwohl. Tendenziell wahrscheinlich große Reaction Wheels keine total bescheuerte Idee sind. Ah, Schnickschnack. Ah, das werde ich bestimmt hassen. Ich werde es bestimmt hassen, wenn ich es jetzt nicht mache. Aber ich habe eigentlich gimbelbare Triebwerke. Das ist nur für so Drehungen. Zack. So. Reaction Wheel. Und ein bisschen Stromspeicher. So ein ganz klein. Oh, das ist keine ganz kleine Antenne. Antenne. Oh, so weit ist es schon. Batterie, wollte ich sagen. Zack. Komm her. Kommunutron, komm her. Füge dich. So. Zack. Sehr schön. Dann können wir das hier nämlich.
hat das Ding auch eine Funkverbindung. Schwupp, die Wupp. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Solarpaneele natürlich, damit das fliegen kann. Und da können wir aber relativ sparsam rangehen, weil... Naja, ist nicht so, als ob da massig Strom verbraucht werden würde. Es ist eine Funkverbindung und ein Probecore. Schwupp, schwupp. Und wenn die einmal draußen sind, können sie eigentlich auch draußen bleiben. Sehr schön, das wär's. Das wäre dann der Minmus. Der Space Locus. Nee, was ist das? Der Minmus. Der Minmus Versorgungsshuttle oder so. Ja, komm, jetzt werden wir mal ein bisschen denglisch. Minmus Supply Drop. So. Damit können wir nämlich Minmus erstmal versorgen und wir können prinzipiell über solche Docking Ports auch noch sagen, wäre schon ganz cool. Die Frage ist tatsächlich, wollen wir den nicht einfach hier unten anbauen? Nee, das ist schwer zu docken. Das macht wahrscheinlich tatsächlich am meisten Sinn, sie da zu haben. So. Zack. So. Das wird jetzt natürlich schwierig zu fliegen, glaube ich. Was kann man da alles reinpacken? Alles. Sehr schön. Machinery, Material Kits, alles. Fertilizer. Zack, zack, zack. Okay, cool. Also, es wird so ein paar Sachen geben, die werden wir nicht wirklich mitbringen müssen. Und es wird so ein paar Sachen geben, die werden wir mitbringen müssen. Den Rest können wir schon mal einstellen. Jetzt packen wir es erstmal nach oben. Da werden wir nämlich ein bisschen Rakete für brauchen. So, also, was wir auf jeden Fall brauchen, weil ich würde das Ding dann gerne auch gleich als eine potenzielle Speichereinheit benutzen. Wir werden keinen Fertilizer mitnehmen müssen. Brauchen wir nämlich nicht, aber es wäre ganz gut. Obwohl, es reicht eigentlich, wenn man es andocken kann. Kann man... wir bauen schon mal solche Dinger hier an. So. Genau, damit können wir das nämlich dann... verbinden. Dann machen wir die jetzt einzeln. Zack, einen hier. Damit können wir Versorgungsstrecken machen, um das Teil an Gebäude oder sowas anzuschließen. Dann ist das schon mal vorinstalliert. Muss nur noch jemand ein Kabel ziehen. So, und wir werden einmal auf jeden Fall ein Cargo für Dum-di-dum. Na, wo ist es? Bu-bu-bu-bu. Genau, einmal Fertilizer und einmal. Ich gehe mal in die andere Richtung, das ist dann wahrscheinlich kürzer. Für Gypsum machen. Das ist, um später einfach aus einem Erntefahrzeug die Sachen da abladen zu können. Also dann können wir hier Gypsum und Fertilizer speichern. Wir nehmen aber weder Gypsum noch Fertilizer mit, denn das wollen wir ja vor Ort abbauen. Dann haben wir einfach schon mal ein Warehouse dafür, um Sachen zu speichern. So. Und dann brauchen wir einmal Material Kits. Dann brauchen wir einmal Machinery. Und irgendwie Specialized Parts oder so hieß das, ne? Ist das Specialized Parts? Hervorragend.
SP, natürlich. Hätte ich genau so abgekürzt.